dass genau der Ismail derjenige war, der ein paar Wochen nach unserem Video tatsächlich vom 10er-Turm auf den 5er-Turm gefallen ist. Ich wollte direkt springen und dann sah ich einen Mann und dann ich bin untergefallen. Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, als ich Anfang des Jahres das erste Mal darüber berichtet habe, dass ich meine eigene Modemarke gründen möchte, hätte ich es nicht gedacht, dass es über 10 Monate lang dauert, bis dann endlich der erste Job meiner neuen Modemarke MAM online geht. Ich weiß, es wurde lange erwartet, ich weiß, es hat sich viel verzögert, aber gut Ding braucht Weile. Dafür gibt es Qualität, Bombenqualität. Ich bin mega hyped, ihr seid mega hyped. Ich freue mich irrsinnig, dass der Support so groß ist, dass der Hype anscheinend schon da ist. Die ersten warten schon, haben sich, ja, logischerweise, über die lange Zeit jetzt schon einiges an Bargeld zurückgelegt, um hier ein Piece zu ergattern. Ich möchte mich nochmal für den Support bedanken. In 2 Wochen, Anfang Dezember, ist es endlich soweit, meine neue Modemarke MAM Shop. Mit dem letzten Shopping-Vlog, der ja bei euch auch sehr gut angekommen ist. Snippies! Habe ich es mir irgendwie jetzt mehr und mehr zum Auftrag gemacht, nicht mehr für mich alleine shoppen zu gehen, sondern vielleicht auch andere an meinem Shoppingwaren teilhaben zu lassen. Letztens waren wir erst, ihr habt das Video schon gesehen, mit meiner Oma shoppen und ich habe 2 neue Paar Sneaker gegönnt. Und heute habe ich mir gedacht, heute machen wir das mal mit jemandem anderen. Bevor wir aber zum Shopping-Blog selber kommen, möchte ich so ein bisschen erklären, was mit diesem jungen Mann los ist, warum der das Glück hat, hier dabei sein zu dürfen, bevor hier einige, weiß ich nicht, eifersüchtig sind oder irgendwie Neid aufkommt. Warum bekommt er da was geschenkt? Und warum bekomme nicht ich was geschenkt? Es ist eine etwas ernstere Geschichte. Ja, es ist eine sehr ernste Geschichte, ehrlich gesagt. Also wer sich erinnern kann, ich war ja im August im Labergbad in Wien. Es ist ein Freibad mit mehreren Türmen. Ihr kennt mich, ich bin begeisterter Turmspringer. Darum habe ich auch auf eure Anfrage hin ein Video dort gemacht und war dort mit meinen Kameramännern vor Ort. Und alles dann darum geht, vom 10er-Turm zu springen als Kameramann. Quasi mit mir gleichzeitig, damit wir gute Aufnahmen haben, haben die sich ziemlich angeschissen. Ja, also da hat sich keiner bereit erklärt, vom 10er zu springen, was natürlich kacke war. Also habe ich mich entschieden, hier einfach mal in die Runde der Leute, es haben sich ja relativ viele versammelt, die mich auch kannten, auch aus der Maximilian Army Support war da, in die Runde gefragt, wer denn Bock hätte, mit mir zu springen. Und unter ganz vielen Leuten, die aufgezeigt haben, war Ismail, den wir heute treffen werden, der Erste, der sofort bereitwillig gesagt hat, ja, ich mach das. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich ihn nehmen soll, weil er schon relativ jung ausgesehen hat. Ich habe mir auch wirklich nicht viel erwartet, als wir dann raufgingen. Ich habe einfach gesagt, ja, versuche einfach so gut wie möglich draufzuhalten, damit wir Aufnahmen bekommen. Und dieser kleine Ehrenmann hat einfach Aufnahmen rausgehasselt, die kein professioneller Fotograf oder Kameramann je hätte besser machen können. Also irrsinnige Ehre, die er da bewiesen hat. Man sieht es dann auch im Video, dass er sich selber schon fast verhaspelt hätte. Also er hat hier wirklich vollen Einsatz gezeigt, um einfach für mein Video gute Aufnahmen zu machen. Ich habe aber dann ein paar Wochen später im Radio eine Meldung gehört, dass ein junger Mann vom 10-Meter-Turm auf den 5er-Turm gefallen ist und natürlich schwerstens verletzt wurde. Ich habe mir da nicht viel dabei gedacht, ich habe mir nur gedacht, oh krass, genau in dem Bad, wo ich Turmspringen war. Und als ich dann versucht habe, vor ein paar Wochen eben genau diesen Ismail wiederzufinden, um dieses heutige Video mit ihm zu drehen, bin ich dann auf seinen Bruder gestoßen, der mir erzählt hat, dass genau der Ismail derjenige war, der ein paar Wochen nach unserem Video tatsächlich vom 10er-Turm auf den 5er-Turm gefallen ist, sich schwer verletzt hat. Ich glaube, der hatte irgendwie starke innere Verletzungen, lag 6 Stunden im Koma und auch Armbruch und diverse andere Dinge. Also der lag dafür ein paar Tage schon im Krankenhaus. Und da war für mich einfach umso mehr klar, ich möchte den Burschen belohnen. Er hat sich Gott sei Dank bereit erklärt. Ich habe ihm gesagt, er soll einfach heute kommen. Er weiß nicht, um was es geht. Er weiß nur, er bekommt eine Überraschung dafür, dass er eben diese gute Leistung erbracht hat. Aber er weiß nicht, was wir vorhaben. Ich habe ein paar Anrufe getätigt und ich bin schon sehr gespannt, wie er reagiert. Wir treffen uns davor, also seid auf alle Fälle gespannt. Ich möchte gar nicht mehr länger quatschen. Uber bestellen, ab zum Düser Mister. Let's go. Hallo, servus. Krugerstraße 6, bitte. So Leute, made it mit dem unfreundlichen Uberfahrer in die Krugerstraße. Jetzt sind wir schon da beim Dörmistor. Aber bevor wir überhaupt einmal irgendwas machen, muss eines immer gemacht werden. Hallo Daniel. Hallo. So, liebe Leute, wie ihr schon unschwer erkennen könnt, sind wir jetzt im Dörmistor. Ich könnte natürlich jetzt die Begrüßung machen und sagen, ah, Ismail ist auf einmal da. In Wahrheit steht er schon seit 10 Minuten vor der Tür, weil ich natürlich mal wieder zu spät gekommen bin, weil ich noch was besorgen muss. Deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich direkt an. Ich darf euch den Ismail vorstellen. Er wartet da schon mit seinen Kollegen. Ismail, ready? Alles ready? Bist ready? Starten wir los. So, Freunde, da ist der Ismail, der Mann der Stunde. Fangt schon mal cringe an mit dem Handshake. Der verkackt uns. So, wir probieren es nochmal. Servus, Ismail. Und dein Kumpel wärst du? Ahmad. Ahmad, freut mich. Bitte kommt herein. So, Ismail, warum glaubst du, sind wir heute hier? Es geht um dein persönliches Lebensglück und wie du das erreichst.
Ich habe dir ja nur gesagt, dass es eine Überraschung wird, gell? Du weißt, warum dir diese Überraschung zuteil wird? Warum? Weil ich sehr gut gefühlt habe, ich schwimme. Das ist richtig. So, wir machen die Tür zu, weil dann ist es schon wieder zu laut. Du hast wirklich bombastisch gefilmt und deswegen möchte ich dich natürlich für deine Arbeit belohnen. Aber warum glaubst du, sind wir da? Für eine Überraschung, glaube ich. Richtig, aber was könnte das für eine Überraschung sein, wenn wir hier sind? Ich habe mir überlegt, ich schenke dir ein kleines Umstyling. Wir haben da hinten eine bombastische Friseurin, die Maddy, die werden wir jetzt auch noch gleich sehen. Die wird dir auf meinen Nacken die Haare schneiden. Dann werden wir uns noch ein paar von den coolen Dösami-Sachen aus und zum Schluss kriegst du noch Easy. Klingt gut, oder? Sehr gut. Zeig mal deine Haare her, vielleicht können wir da was machen. Ja, sehr gut, du musst ja wieder mal zum Friseur, oder? Dann gehen wir gleich nach hinten zur Maddy, die wird dir die Haare schneiden. Let's go. So, die Maddy, eine absolut begabte Friseurin. Du bist bereit. Ich hoffe, du machst eine ordentliche Frisur. Ja, natürlich. Ich meine, ich gebe natürlich nicht die Frisur vor, du darfst das selber eine aussuchen. Ja? Obwohl, nein, machen wir Glatze? Ja. Natürlich. Seiten auf Null, nein, der Standard. Natürlich müssen die Seiten auf Null sein, ja, und dann noch? Nur Seiten auf Null. Mehr brauchen wir nicht, dann haben wir es. Ja. Okay, sonst vielleicht noch irgendeine Farbe rein, grün oder blau oder so? Nein. Diesmal, was hast denn du dir gedacht? Ich habe zuerst einen Bruder erwischt und der hat mir dann einen Instagram-Account gegeben, weil er nicht mal Bescheid sagt. Okay, nice. Und wo ich mich dann bei dir gemeldet habe, hast du gleich gewusst, wer ich bin? Ja. Okay. Und was hast du gedacht, warum will ich auf einmal was von dir? Ich habe gedacht, wenn ich von 10 Metern runtergefahren bin, wollen sie fragen, was los war oder so. Genau so war's, ja, stimmt. Du bist ja, du hast im Sommer einen Unfall gehabt. Ja. Einen ziemlich schwerwiegenden sogar. Was ist denn da genau passiert? Ich bin um 14.30 Uhr in Lagerberg angekommen. Ich bin auf 7 Meter raufgegangen, ich habe Köpfe gemacht. Mir war schon ein bisschen schwindelig und dann bin ich direkt 10 Meter raufgegangen. Wolltest du nochmal Köpfe machen? Nein, ich wollte normal Kerze springen. Ja. Ich wollte halt der Erste sein und dann... Du wolltest springen, hast du gedacht, nein, lieber doch nicht. Ja. Und dann bist du deswegen gestürzt. Ja. Du wolltest dich quasi noch festhalten. Festhalten, aber dann wurde ich bewusstlos übernommen. Oha. Und auf den 5er Turm drauf? Ja. Und das ist das Letzte, was du weißt. Ja. Und wie ist das jetzt, wenn du auf den 10-Meter-Turm gehst? Hast du dann Schiss ein bisschen? Ja, hab schon, weil ich bin nicht so lange jetzt gesprungen. Ja, das glaube ich. Weil wo du mit mir vom 10er gesprungen bist, warst du ja Profi. Also du hast einfach die Kamera die ganze Zeit auf mich gehalten und hast eigentlich selber gar nicht geschaut, wo du hinspringst, gell? Als ich diese Kamera gehalten habe, habe ich gedacht, das wird nicht so gut, weil diese Kamera war sehr klein. Ja. Und dann habe ich gedacht, in der Luft bin ich so gerutscht und so, aber dann das war das Beste. Das war Bock. Du musst ja selber überrascht gewesen sein, wo du das Video gesehen hast, oder? Wie gut du fühlst. Hast du dann auch gedacht so? Ja. Bester Mann, wirklich. Echt gut. Also Ismail sagt gerade, normalerweise geht er immer zum Türken oder zum Kurden schneiden. Und die Maddy fragt gerade, ob das das erste Mal ist, dass er von einer Frau geschnitten wird. Und es ist das erste Mal, gell? Ja. Aber nicht, dass du dann Probleme kriegst, weil eine Friseurin dir die Haare geschnitten hat. Nein, gar nicht. Okay. Nice. Ja, zeig her mal. Und, bist du zufrieden? Ja. Dann dreh dich mal bitte, damit wir das Vorher-Nachher-Bild sehen. Ja, kann man schon mal machen. Mero 2.0, oder? Oder feierst du nicht? Ja. Super, dann geht's jetzt zu den Klamotten. Ready? Let's go. Du hast schon gesehen, wir haben da den neuesten Scheiß von Dyami am Start. Ich kann natürlich, also ich gebe immer so ein paar Tipps ab, was vielleicht nice wäre, was dir was gut passen kann. Wir versuchen das Ganze so ein bisschen abzumatchen, aber wenn dir was gefällt, dann bitte greif einfach zu. Fühl dich, als wärst du ein Kleiderschrank. Voll, strecken wir einfach mal die Ärmel auf und dann ist der Ärger und sagen wir machen mal. Weil es soll ja, genau, es soll ja oversized sein. Du musst noch ein bisschen was essen und dann passt er auch wieder rein. Wie schaut das aus? Aber ja, ich find's cool. Vielleicht noch ein Hoodie drüber, dann schaut das Shirt unten, kloppt ein bisschen raus und haben wir noch einen coolen schwarzen Hoodie. Ich glaube, den hast du cool gefunden, gell? Weil den hätten wir sogar noch was. Ja, das ist besser. Was sagst du? Wie fühlt es sich für dich an? Besser. Auf jeden Fall besser. Es ist relativ lang, aber das ist perfekt, weil wenn wir dann den Hoodie drüber anziehen, dann soll das Shirt unten sowieso ein bisschen rausschauen, weil der Hoodie gecroppt ist. Jetzt suchen wir uns noch den passenden Hoodie. Und ich habe schon gesehen, wir haben den Hoodie, der dir so gut gefällt, also der gelbe, den haben wir in S. Den findest du ja nice, oder? Ja. Okay, probier dann einfach mal an. Bin schon sehr gespannt. Ja, der kann was, oder? Das ist nice, sehr gut. Ja, finde ich cool. Wie gefällt es dir? Wie ist vom Feeling her, vom Fitting? Sehr gut. Der Pulli geht aktuell weg für 140 oder wie? Ja, richtig, ja. Und das Shirt für? 70? Für 69, ja. Schau, wie ich mich auskenne. 69? Aha. Ist ja basic. Ist basic ohne Print. Dann würde ich mir sogar selber kaufen.
Welche findest du besser? Grüne. Die grünen? Die Zitrus? Okay, perfekt. Gut, da haben wir jetzt nicht die Zitrin, sondern die Antlia. Das habe ich falsch gesagt. Wir haben es jetzt in 44, das Coole ist, die Bänder reflektieren auch in der Nacht. Das heißt, wenn du mit Blitz fotografierst, dann leuchten die. Ja, kann man auf jeden Fall lassen, oder? Nice, Digga. Vielleicht noch eine Kappe dazu von Bösami, auch wenn man die Haare jetzt gemacht hat. Ja, die passt natürlich dann zum weißen Shirt, wenn das unten noch ein bisschen ausschaut. Also ich finde es persönlich ganz nice. Wie gefällt es dir? Bist du zufrieden? Ja. Sehr, sehr cool. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Also, die Schuhe kommen von Cyril.at. Da möchte ich mich nochmal herzlich bedanken. Link in der Infobox auf jeden Fall abchecken. Das Shirt und der Hoodie kommt natürlich von Dösami. Also auch da wirklich sehr, sehr nice. Danken wir natürlich nochmal, dass ihr das möglich gemacht habt. Gell? Ihr zwei Ehrenmänner. Von mir gibt es aber auch noch eine Kleinigkeit. Also, du hast mir gesagt, dass du aktuell Probleme hast mit deinem Handy und das irgendwie kaputt ist oder so weiter. Und dann haben wir überlegt, ich schaue mal kurz bei A1 vorbei. Und hol dir das neue iPhone 11. Max. Bitte schön. Gerne, mein Freund. Ich bedanke mich nochmal, dass du mir so ein cooles Video gefilmt hast. Du hast das wirklich gut gemacht. Und auch nach dem, was da passiert ist, ich finde, einfach nur verdient. Bist echt ein cooler Typ. Und danke, dass du heute dabei warst. Super. Freunde, das war das Umstyling vom Ismail. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so war, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch das gefällt, was ich hier ausgesucht habe. Vielleicht hätte es ja noch bessere Vorschläge gegeben von eurer Seite vielleicht. Mir hat es irrsinnig Spaß gemacht. Ich freue mich in der Möglichkeit zu sein, anderen Leuten Dinge zu ermöglichen. Muss man nicht immer selber was kaufen. Und freue mich natürlich auch, dass ich so gute Freunde habe, die das ermöglichen. Auf jeden Fall Ehrenaktion. Gut. Nicht vergessen, bald ist es soweit meine neue Modemarke. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian und das war's vom neuen Ismail.